Hallo meine Damen und Herren und weiter geht's hier mit einem weiteren Kaffeekränzchen mit Lightning Fang und Hope im Taijin Turm hier. Ich möchte schon mal voraussagen, dass ich nicht arg so emotionsvoll rumschreien kann wie sonst immer, wie ihr das ja so von mir kennt. Denn ich habe gestern meine Weisheitszähne rausbekommen und möchte mich noch ein bisschen schonen, beziehungsweise wurde mir das empfohlen. Ich habe in der Zeit noch ein bisschen gelevelt, man sieht das auch ein bisschen, ich habe ein bisschen über KP. Das liegt daran, dass ich nicht mehr skillen will, beziehungsweise bei diesen Hauptrollen hier, die Stufe 4 sind, habe ich schon alles geskillt, was geht. Und bei allen anderen Rollen, die die noch Stufe 0 waren, habe ich alle auf Stufe 1 gesetzt. Das habe ich bei allen Charakteren gemacht, das sieht man hier in der Übersichtstafel mal. Alle haben ihre Hauptrolle, soweit wie es geht, komplettiert und die anderen Rollen mindestens auf Stufe 1 gesetzt. Das ist gut soweit. Das habe ich gemacht, damit wir im nächsten Boss also wirklich keine Probleme haben. Sonst soweit alles gut. Wir machen weiter im Klartext hier. Und ab in die, weiß nicht, was ist das jetzt hier? Vierte, fünfte Etage, sechste Ebene schon. Okay, diesen Gegner können wir mal überspringen. KP haben wir eigentlich schon genug. Wo müssen wir dann hin genau? Da ist unser nächster Gegner, den wir erledigen müssen. Okay, der sieht gut beschützt aus. Was haben wir da? Da geht es dann nur zum weiteren Ding hoch. Oh, da haben wir diese Teile, die besiegen wir mal davor. Ja, kommt mal her, ich bleib mal stehen für euch. So. Das Gute ist, dass Fang bei ihrer Rolle Augmentor, nee, Manipulator, die Fertigkeit De Protega und Deval gelernt hat. Das ist natürlich eine sehr gute Anfangsfertigkeit. Und jetzt im Nachhinein hat sie es dann eben erlernt und das ist gar nicht so schlecht. So, 5 Sterne, 2 Kristalltränen, so muss es sein. So, wie schauen denn unsere Gegner aus? Okay, das sind alles so fliegende Teile. Na gut, dann kommt mal her. Besiegen wir mal die Kleinen als erstes. Da hatten wir gerade einen guten Lauf. Erstmal auf die Konkon, nicht auf die Pengala. Lebensortung. Das sind blind, die müssen erstmal davor alles orten. Mit ihrem wahrscheinlich, wow. Aeroga. Mit ihrem, ich weiß gar nicht, wie machen die das? Mit ihren Impulsen da. Ach, keine Ahnung, ich kenne mich bei Fledermäusen nicht aus. So. Den dürfte aber auch schnell down haben. Wie hat er denn? 252.000. Okay, schlecht ist er nicht. Das muss ich dem sogar lassen. Machen wir mal eine drakonische Liga. Können wir denn in irgendwie, ja, in irgendeiner Art, eigentlich fast in allen Arten schwächen? Die Protega, was zur Hölle? Du dumme Sau. Boah, ein Gift auch noch, ey. Du konntest mir mal, du konntest mir echt mal am Arsch lecken. Ja, aber das Teil setzt doch normal eh keine physischen Attacken, oder? Normal nur magische. Oder macht das dann weh, Protega? Wahrscheinlich für seine Gehilfen, aber die sind jetzt zum Glück nicht mehr da. Da haben wir ja Glück gehabt. So, na komm. Gleich haben wir's. Okay, das wär's. Sind sicher nicht mit 5 Sterne oder so. Ah, scheiße. 3 Sterne. Kristallträne und Kummerträne. Immerhin, Mission erfüllt und wir kriegen dafür einen Diamantreif. Neue Auszeichnung erhalten, Stütze der Kolosse. Diesen Diamantreif, der gibt gleich TP für, plus 500. Den geben wir gleich mal hoch. Beziehungsweise unserem Heiler. Der braucht das dringend. Bang. So. Dürften sich die Ebenen wieder verschieben. Normalerweise. Das machen wir eben. Goldarmreif weg. Nein, kein Streitreif. Und einen Diamantreif. Jawohl, Magieschaden minus 10. Cool. Also denn. Wo müssen wir denn hin? Wieder nach unten. Ich glaube, ich weiß wohin. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, du Arschloch! Ah, ist glaube ich eh nur einer, oder? Von dem her dürfte das nicht so schlimm sein. Ja. Ein wahrer Kolazzi-Typ.
Allzu schlimm. Der Typ ist ja schon tot. Hat, glaube ich, nur so 40.000 oder 30.000. Ah, okay. Und zurück in die fünfte. Nein, 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 ich will nicht gehen. Ich kann keinen. Kein Bedarf. Nicht wirklich. Genau, müssen jetzt zu diesem Wächter. Scheiße, ich will nicht schwer gegen die kämpfen. Hier habe ich nämlich auch trainiert. Nein, 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 nein. Habt ihr das gesehen? So weicht man hier modern den Monstern aus. Ah ja. Das lernt man nur bei mir. Wie man feige sein kann. Oh, okay. Schauen wir mal die Cutscene jetzt an. Saved us again. Yeah. You want to help us? Let's just count our blessings. The way's clear. Right. So weit, so gut. Ist immer richtig cool. Wenn jetzt, den die jetzt immer hier safen, könnte es echt öfters mal machen. So. Hallo. Der zentrale Aufzug kann nun die sechste Ebene erreichen. Super cool, super cool. Okay. So, gehen wir hier nochmal durch. Ignorieren mal die Monster hier, versuchen es zumindest. Wow. Hoho, die werden auch mal aggressiver, die Teile hier. Halleluja. So, Aufzugi. Kommst du her, kommst du her. Aber das ist nicht der zentrale Aufzug hier, das ist... Gehen wir ab in die vierte Ebene und dann somit mit dem zentralen Aufzug in die sechste. Glaube ich, so wurde das so geplant. So wirklich. Hoffe ich mal. Sonst weiß ich nicht mehr weiter. Und der glückliche Day-Orgel-Aufzug hier. Darijin Durum. Okay, da haben wir die Scheißviecher hier. Tschüss. So, da haben wir den Zentralaufzug. Mit dem können wir jetzt nach oben flitzen. Flitzi, flitzi, flitzi. Sechste Ebene. Ab nach oben. Aha, okay. Follow me. Ab in diese Richtung. Oh, da haben wir noch einen Typen. Einen Nosferatu.
Den schwächen wir als allererstes mit einer drakonischen Liga. Autsch. Und am besten mit Deval, Gemach und Fluch. So. Das passt. Fluch, damit er richtig sterbenfällig ist. Da kommt er gar nicht mehr dazu. Gemach, ja. Einfach, dass man damit noch schlechter ist. Dann noch Deval, damit wir mehr Schaden machen. Genau. Und sonst passt das. So kann man den Kampf relativ schnell beenden. Mit 5 Sterne eigentlich. Ja, so habe ich das mal gemacht. Ich glaube später kommt dann die Dreiergruppe von diesem Nosferatu. Da wird dann ein bisschen wackeliger als sonst. So, 5 Sterne passt alles. Nur eine Kummer fehlen. Wo müssen wir denn hin? Nach links rein. Okay, da haben wir noch eine Truhe. Und da hinten auch noch. Nehmen wir natürlich mit. Erstmal auf diese scheiß Konchon. Konchon. Lebensordnung, ey. Was für ein Scheiß. So, machen wir eine Drakonische hier. Heil mich mal selber ein bisschen. Autsch. Heilen, heilen, heilen. Und haben wir schon alles rum. Yo. Und Blitzschlag. So ist das doch super. Prima. So. Und noch einer, oder? Anzug. Ne, noch zwei, denke ich. Genau, und jetzt der letzte. Aeruga, kann das Viech auch? Was? Ich habe noch nie gesehen von dem Teil. Bam, einmal Blitz. Okay. Dann hätten wir das auch. 4600 Kristallpunkte. Können wir extra noch geil farmen. So, das öffnen wir mal hier mit 8 Unheiltränen. Und da hinten noch einer weiteren Schatztruhe. Einen Erdring. Okay. Verschiedene Elementarresistenzen kriegen wir hier. Und hier haben wir die drei. Und ach komm, die haben wir doch jetzt echt im Schock, im Primitivschlag, oder? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Oh, das wird echt ein bisschen heftig. Ich glaube, wir putschen uns noch ein bisschen mehr auf. Als normal. So, gemachter. Immer noch nicht jeder gemacht. Totes wäre noch ganz geil, ja. Fluchgar haben wir alles im Gar. Oh oh, ah ja, da haben die auch. Scheiße. Wir kümmern uns mal um einen von denen da hier. Damit wir auch wirklich mal einen Down kriegen, ja. Scheiße. Das wird gefährlich. Das wird gefährlich. Da wird Hope jetzt sterben. Oh fuck. Halt dich, halt dich, halt dich. Heil Hope mal. Oh shit, shit. Also das war jetzt nicht arg so toll. Wehklage. Das ist auch nicht so gut. So, versuchen wir mal wieder ein bisschen Schaden zu machen. Die sind schon ordentlich, die Viecher. Die sind schon noch echt nervig. Das stimmt. Machen mal einen grünen Trelief. Was jetzt auch eine sehr gute Option wäre, wäre ein Blitzwall. Die werden wir später noch ausrüsten. Blitzwall ist nämlich Verheerer, Verteidiger. Genau.
So haben wir einen guten Verteidiger drin, der alles abfängt und dann eben auch zwei, die Serienstufe hochjagen. Warum ist... Warum ist der schon wieder tot, ey? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ja, ich wusste, dass es Probleme geben wird. Komm, jetzt wenigstens einen down bringen, ey. Komm, wenigstens einen. Wir sind jetzt sowieso schon noch ohne hin schon schlecht. Na komm, schau, der erste ist schon mal down. Wechseln wir wieder in die drakonische Liga, also. Zum Glück heilen wir noch und wurden dadurch nicht gestört. Ja, das geht jetzt zum Glück auf Fang. Besser auf einer als zwei. So, mal weiter. Machen wir mal weiter. Wehklage. Ah, Wehklage ist Exanima, macht das, glaube ich. Aktions. Unfähigkeit. Das ist auch fies. Das müsste man eigentlich ganz schnell beheben hier. So, Nosferatu C. Bist du dann? Wir hängen jetzt vielleicht seit 4 Minuten an dem scheiß Kampf hier, das gibt's doch nicht. Ah, Eruga auch noch. Ah. Oh Gott, ich hatte es gar nicht umgehauen, weil ich vielleicht gerade die Rolle gewechselt habe. Cool. Ja, mein Gott, macht D-Protest, mein Gott. Ist mir doch Wayne. Und Fang hat wieder Exanima, aber ist jetzt wieder weg, zum Glück. Ja komm, jetzt hau drauf. So, ach danke. Er hat 3 Sterne. Ja, na gut. Das lassen wir mal so stehen. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwelche Fragmente sind. Schätze. Und dann fahren wir mal nach oben, oder? Oder geht er noch oben? Aszendentalebene. Ja, bleibt eigentlich nichts anderes übrig, oder? Haben wir draußen geschaut, ob da hinten noch irgendwas ist? Weil bei der Aszendentalebene ist schon alles vorbei. Da kommt der Endboss. Hier gibt's nichts mehr. Ne? Okay. Ja, meine Damen und Herren, dann müssen wir eigentlich schon Gas geben, oder? Soweit so gut. Wir haben noch hier bei ihr eine Blitzschildkreole ausgerüstet. Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Der Gegner. Vigantenreif. Können wir jetzt noch einen dritten Vigantenreif machen, oder? Da kommt scheiß auf der Hund drauf. Dann machen wir nochmal Schaden. So, ja gut, dann ab zur Aszendentalebene. Jetzt wird's ernst. So, da sind wir schon. Hier werden wir auch gleich abspeichern. Ja, richtig gehört. Accessoires oder irgendwas brauchen wir nicht mehr aufpimpen. Machen wir mal Spielstand 6 hier. An der Stelle. Bevor wir jetzt nun genau in die Mitte reinspringen. Heißt, genau hier in die Mitte. Wenn wir mal eben kurz ein bisschen außen rum latschen. Genau, pass auf, wo du hingehst.
Da haben wir noch einen Steinwächter, den wir später aktivieren werden. So, da haben wir nämlich einmal eine Kiste. Mit zwei Eisschildkreolen. Und da hinten haben wir noch eine Kiste. So. Mit einer Pulle Eternikum. Ich frage mich, warum wir hier nicht drauf können, weil da... Hä, können wir hier einen Umweg machen? Weil da wird es nun mal weitergehen. Aber, hä? Mich würde es interessieren, ob wir da weitergehen könnten. Also da geht es normal nach dem Boss weiter. Und ob wir da schon hin könnten, keine Ahnung, ob wir den Boss überspringen können. Ich will es nicht ausprobieren. So, dann mal los.